Im Herzen Sardiniens, Land der Abenteurer, Land der Banditen. Hier sorgten in den 80er Jahren Entführungen für internationale Schlagzeilen. Schafhirten haben sich damals einen einträglichen Nebenverdienst verschafft. Heute ist das Vergangenheit. Und die sardischen Hirten sind in Wirklichkeit viel friedlicher als ihr Ruf. Auch die Gegenwart ist spannend, denn Dörfer wie Tania sind Heimat der ältesten Menschen der Welt. Unter ihnen ist Antonio Todde, der Methusalem. Mit 112 Jahren hält er den Rekord des weltweit ältesten Mannes. Der Besuch aus Wien, ein aufregender Moment für den ehemaligen Schafhirten. Tochter Laura und Sohn Antonio zeigen uns Fotos, stolz und nachdenklich zugleich. Jeden Tag mit ihrem Vater empfinden sie als Geschenk. Tatsächlich haben wir den Tag der Tage erwischt. Antonio ist in guter Verfassung, zu Scherzen aufgelegt, einem Flirt mit unserer Begleitung nicht abgeneigt. Allem, was schön ist im Leben, war Signor Todde zugetan. Im Kreis seiner Familie wird manches preisgegeben. Das Geheimnis seines Alters indessen klingt so einfach wie einleuchtend. Das Leben des Antonio Todde ist kein Sonderfall. Tatsächlich verfügen viele Sarden über ein überdurchschnittlich gutes Immunsystem. Dies scheint in reiferen Jahren noch einmal besonders aktiv zu werden. Denn die Sarden unterscheiden sich in ihrer Lebensführung kaum von anderen Europäern. Das Geheimnis der sardischen Greise. Hier in Talana könnte es gelüftet werden. In diesem durch Jahrhunderte abgeschiedenen Nest finden Wissenschaftler ein ergiebiges Forschungsfeld. Nachweislich stammen die 1200 Einwohner nur von 8 Gründerfamilien ab. Ideale Umstände für die Erforschung der genetischen Veranlagung zu bestimmten Krankheiten. 90% der Männer und Frauen heirateten untereinander, und das seit Jahrhunderten. Auf sie geht fast die gesamte Erbinformation des Dorfes zurück. In Kirchenbüchern sind die 28 Familiennamen, die es im Dorf gibt, festgehalten. Seit 350 Jahren wird hier jede Geburt, jeder Tod, jede Heirat festgehalten. Inzucht war nicht tabu, Cousinenehen waren üblich. Über Jahrhunderte hat sich ein genetischer Schatz angehäuft. Entschlüsselt soll er in diesem Labor werden. In Alghero im Nordwesten Sardiniens hat sich ein Zentrum für molekularbiologische Forschung etabliert. Hier werden Blut- und Plasmaproben analysiert. Die Genforschung braucht einen archaischen Ort wie Talana. Die Suche der Biologen nach den genetischen Faktoren einer Krankheit käme in einer normal durchmischten Großstadt kaum in Frage. Je kleiner, homogener die Bevölkerung, desto einfacher die Suche. Den verwirrenden Mikrokosmos der Gene herunterzukürzen auf wenige Typen, Talana als Modell der Welt. In Alghero setzen die Wissenschaftler auf die Entwicklung neuer Genmedikamente, primär aber auf eine neue Vorsorgemedizin. So I think that's a very good model if you think in terms of approach to the study of multifactorial disease. It's very interesting because you can control much better factors risk factor such as nutrition, for example, than if you study, for example, a big population in a big city where everybody has a different style of life or a different nutrition. Für seine Forschung ist Mario Pirasto zum Vampir geworden, wie man hier im Dorf scherzhaft bemerkt. 7 Blutproben haben die meisten abgegeben. Die Überzeugungsarbeit für das Genexperiment steckt ihm noch in den Knochen. Und in den Familien kommt das Unbehagen des Dottore über das moderne Leben zur Sprache. Alles dränge in die großen, vergesslichen Städte, sagt er hier im Kreis einer Großfamilie. Die Jungen wüssten nicht mehr, wie die Alten gelebt hätten. Und die familiären Gepflogenheiten, die werden auch in Sardinien, dem Land der Hundertjährigen, in Frage gestellt.
Beh, comportamento era meglio prima. Comportamento, rispetto con la gente, con tutto. Invece adesso non c'è niente rispetto per nessuno. Più avvantaggiati in tutto, sono più esperti, più moderni. Perché si capisce di più tra televisore e tutto. Adesso, quando eravamo piccoli noi, non c'era niente. Die herbe Schönheit Sardiniens. Hier kann man alt werden. Stressfreies Leben, ländlicher Lebensstil, die sardische Küche. Und jetzt die neue Berühmtheit Sardiniens. Auf den Spuren der sardischen Gene will man nachweisen, dass es Gene gibt, die vor Umwelteinflüssen schützen und dass der immunologische Schutz besser funktioniert als bei anderen Menschen. Auch hier wurden manche Familien steinalt, während andere früh an Infektionen starben. Genau dieses Rätsel soll entschlüsselt werden. In the future, a lot of different decisions will be based on the knowledge of our predisposition to some disease or some behavior. You know, it's just not disease, you know, behavior, for example, or style of life, or whatever is decision you have to make. So I don't think this can be left without rules. Antonio Todde dürfte mit diesen besonders widerstandsfähigen Genen gesegnet sein. Von dem Versuch, dem Jungbrunnen Sardinien auf die Spuren zu kommen, weiß er nichts. Von jeder Art Modernität hält er ohne dies nichts. Sein Leben, das ist das seiner Vorfahren. Lui fa il giornalista nella televisione. Si chiama, vero? Sì, è giornalista. Perché ho visto dalle altre televisioni. In Cagliari, der Inselhauptstadt, nimmt man so gut wie keine Notiz vom Leben des Antonio Todde. Er ist nie hierher gekommen. In der Großstadt, so sagt er, weiß man nicht mehr, was einem gut tut und was nicht. Im flüchtigen Cagliari interessiert sich auch niemand mehr für die Geheimnisse der Hundertjährigen. Somit ist es nur mehr eine Frage der Zeit, wann die Spuren der Greise aus dem Bergland endgültig verschwunden sind.